Na? Da bist du ja endlich. Hab dich schon vermisst. Ja? Oder auch nicht. Da geht dir voll auch zum Kotzen, war der. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reinkommen? Was hat die? Gut, es geht um Folgendes. Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Oh. Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja, in Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. An wem denn? Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Klar. Oh. Das ist die Anzahlung. Ifrit? Was ist Ifrit? Okay, Beschwörermaterial. Ja, kannst du mächtige Verbündete, sogenannte Esper, herbeirufen? Esper können nur im Kampf gehen. Das ist ja geil. Das ist ja cool. Wie ich das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Ach so, wie... Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Wenn Computer mit dir kämpft, der so ein Monster ist, oder wie? Bist du bereit? Ja, komm. Mach. Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Okay. Da ist die immer so fröhlich, ne? Der, leck mir am Arsch. Wenigstens stimmt der Lohn. Hat er berechnet oder was? iCloud für alle Fälle. Ja, die iCloud ist mal gut. Mhm. Lädt. Ja. Kapitel 4, bei Nacht und Nebel. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Hm. Leben deine noch, Cloud? Hä? Nein. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Ja. Leid, hol deine Hände bei dir, ne? Habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann los, ihr Schnarchnasen! Halt deine Hände bei dir, ne? Das lag doch an Marco-Gasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld.
Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stammt. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? Krass. Yeah. Oh. Kontrollpunkt Pressur. Ab jetzt wird es etwas schwieriger. Was meinst du damit? Um diese Uhrzeit ist der Tunnel eigentlich gesperrt. Sobald Kontrollpunkte durchfahren werden, wird Alarm ausgelöst. Ganz genau. Ernsthaft? Na super. Ach, kein Problem. Wir haben ja Klang dabei. Hast du bei Soldaten gelernt, wie man so eine Maschine... Sie ist geil. Ja, gab viele Motorradabsätze. Oh Gott. Jetzt geht's raus! Freust dich wohl drauf? Na klar freu ich mich darauf! Eine wilde Verfolgungsjagd auf dem Motorrad, die Arme um einen starken Mann gestoppt. Meine Güte! Du wirkst geradezu unterfordert. Ah, okay. War ja ziemlich beeindruckend. Hat der Angriff auch einen Namen? Braucht er nicht. Jawohl, sehr gut. Was für ein Nervenkitzel. Cool. Ich glaube, das geht so lange weiter, bis es den ausschalten musste. Läuft ja wie geschmiert. Halten wir an, wenn einer losgeht? Alter, ne? Alter. Die Flotte ist voll mit dem. Scheiße. Oh nein, das könnte übel ausgehen. Was machen wir jetzt? Halt still. Hilfe! Ich kann auch so machen. So. Jetzt werden wir reinkommen, ne? Was ist das hier? Elite-Kämpfer. Nee, oder? Das klingt ja nicht gut. Da haben wir doch keine Chance. Bräuchte mal etwas Unterstützung hier. Ja. Wie sagst du das? Der ist auf euch hingeflitscht. Hey, kommst du klar? Komm. Du musst besser ausweichen. Ja.
So. Hey? Wo, ne? Jetzt kommen auch noch Drohnen! Jetzt können wir dich schon genug ärgern. Quest, gib Gas! Schneller geht nicht! Kein Problem. Was soll das heißen? Kein Problem. Habt ihr mich? Auch wieder wahr. Na dann, viel Spaß, Soldat! Au, oh, dass er nur auf eine Seite schlagen kann, ne? Schon eine Verarsche. Jawohl, sehr gut. Sie greift dich mal am Riemenklau. Ja. So. Ja. Einer. Hey. Oh, wer ist das denn? Was? Eine Meldung von Soldat. Einer ihrer Männer nimmt die Verfolgung auf. Und Schild verstanden. Soll das heißen, er kommt? Stimmt. Lass uns das hinter uns bringen. Sonst fährt er uns gleich mit über den Wald. Au. Du fährst nicht so schnell. Das passt schon an, dass es nur von einer Seite geht. Was denn? Alles so gut. Wirklich beeindruckend. Mit den Fähigkeiten eines Ex-Soldaten können wir nicht mithalten. Das überrascht mich nicht. Du übrigens auch nicht, Jesse. Oh. Kann auch mal was machen. Dann nebenbei. Oh oh. Fahren wir direkt zum Bahnhof? Nein, zu den Abstellgleisen. Nur schade, dass meine Spritztour mit dir jetzt schon zu Ende ist. Dein Ernst? Wir beide sind auch noch da. Kann ich nicht hören. Kannst du wohl. Zwei auf einmal. Krass. Klau! Hilf uns! Natürlich muss ich mal alle helfen. Nicht beschweren können. Die guten Köpfe. So. Was? Schwitzige Hände. Alter. Hä? Hey, auf deren eigenen Leute? Was ist das? Junge, was ist mit dem los? Geht's ihm gut, oder? Tut, tut! Spinnt der? Wenn man nicht aufpasst, hängt das Leben einem ab! Na, auf der Spritztour mit einer Lady? Ah, wie romantisch. Darf ich mich einklinken? No. Wohl nicht, was? Na gut. Wie wär's stattdessen mit einem Rennen? Redest du mit mir? Ich bin denn sonst? Vergiss es. Was? Ich kann dich nicht hören. Du bist so... Ey, warum tust du mich denn immer? Komm bei mir nicht an. Wer ist der Typ? Ausgezeichnete Frage, junge Dame. Die Leute nennen mich Lotsche. Ich selbst bezeichne mich als einen Geschwindigkeitsschatten. Du hörst ja doch. Deine hübsche Stimme kommt bei mir an, Kleine. Herrlich. Ich habe jetzt schon richtig viel Spaß.
Komm aber nicht näher ran. Magst du mir das? Lächeln! Das ist doch keine Beerdigung. Noch! Und schützen! Ja! Jetzt geht's ja! Heiß her! Ja! Was macht der Typ? Das frage ich mich auch. Oh, woher denn? Keine Ahnung. Doch noch wärst du nur, statt das Fahren zu leben! Oh, Ruhe. Ein Motor ist weit mehr als ein Transportmittel. Es kann zu einem Teil von dir werden. Du musst es nur zulassen. Alter! Vertreib doch mal! Blitzen! Er hat mich erwischt! Blöder Pisser, Alter. Ah! Ein Tanz auf dem Eis! Du behinderter Arschloch! Wo ist er? Wie kann man es so bitte bewegen mit dem Motorrad? Der ist so krank. Wer ist das? Woher gehört der? Zu welchem Verein? Gut gemacht. Dem hast du es gezeigt. Freut euch nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. Aber nice. Aber was anderes, oder? Katastrophal was? Gefahren. Und wer hat dich gefragt? Ich dachte echt, ein ehemaliger Soldat wäre besser. Alleine bin ich das auch. Gut, dann übernehme ich. Nein. Na, dann eben weiter wie bisher, okay? Hm? Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel.
die an, sich an dem anhängt, ne? Ab hier laufen wir. Ist nicht mehr weit und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Aha. So, warte. Ich hab was getrunken. Müssen ja, oder? Ich dachte, es käme noch was. Ah, da gehen wir mal, ne? So. Die Klette, Alter. Junge, wie die am Flirten ist. Aber nur am Flirten. Das ist ein geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Ah, die wäre nichts für mich, war, wenn die so an einen ran schmeißt. Ich meine, okay. Das ist eigentlich cool, gut. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, das gerade ist beschissen, oder? Weil man merkt auch, dass er keinen Bock auf die hat, ne? Ja, auf die andere steht er. Werkssiedlung. Alter, voll krass, wie es aussieht. Hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Mako-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Mhm. Sieht man. Slums sehen anders aus. Sind eigentlich normale Häuser, ne? Bei Shinra verdient man garantiert zigmal so viel wie wir. Jetzt kann ich euch. Nee, nachher sagt er, falsche Richtung. Hab ich keinen Bock drauf. Jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie im Buche steht. Oh. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessies Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Gut, los geht's. Cloud, du weißt, was du zu tun hast. Warte erstmal hinter dem Haus. Ich gehe schon mal vor. Ja, klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar Spezial abbekommst. Die dürfen wir ja nicht mitkommen. Warum eigentlich nicht? Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was. Okay. Mm. Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Achte auf. Hm. Das Licht im Zimmer, das ist das Zeichen. Hintereingang kommst du in einen Flur. Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir. Dahinter sind wir.
mir echt leid, dass wir so spät stören. Ach was, das ist doch dein Zuhause. Aber erzähl, wie laufen die Proben? Ich hätte gerne die Mutter mal kennen. Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Und mein Vater... Oh. Ach, das siehst du schon selbst. Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bringe das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Ist noch ein Stück da? Fehlanzeige. Jessie? Er ist die Mutter. Schätze ich, oder? Hier liegt aus. Ein Brief? Lieber Papa, liebe Mama. Geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Gold Saucer eine Rolle bekommen. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle, Jessie. Was? Mhm. Hier ist auch noch was. Hier ist sie nicht. Sie denn? Ich muss die ID-Karte suchen. Wo ist sie denn? War für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Ist hier drin? Aha. Nichts für ungut. So. Vater sterben, also krank, kurz vorm Sterben. Dieser knusprige Rand ist echt genial. Ich würde gerne hören, was sie sagen, aber egal. Ich lasse es lieber. Na, ich werde erwischt. Scheinbar darf ich nicht mit reinkommen. Da
Das wäre erledigt. Und du willst im Gold Saucer bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Pizza nährt die Seele, Leute. Halb mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten.